das Auto zu präsentieren, aber Fahrzeuge wieder aufnehmen. Das ist ja auch wichtig. Ja, also ich bin dabei, mit 103 verschiedene Fahrzeuge. 103 verschiedene Fahrzeuge heißen Fahrer auf dem Rahmen, beziehungsweise Fahrzeuge laufen, aber die fahren ja auch alle. Unsere Fahrzeuge hier sind ja alles, heißt ja Funktionsmodelle, die funktionieren also auch. Wie war die so? Ja, ich sehe gerade hier ein Oldtimer-Modell, einen Büssing mit zwei Anhängern, der fuhr gerade unter der Baustellenbrücke. Der ist vom Dieter gebaut worden, vom IFM. Das ist also ein Fertigmodell, also ein Baukastenmodell aus Fertigbauteilen. Eine gute Idee, er hat also auch vorbildlich sein Dreieck auf dem Dach aufgestellt, was für die entgegenkommenden Fahrzeuge bedeutet, dass dieses Fahrzeug wird Anhänger zu Demonstrationszwecken immer wieder hochgetragen, der also 3,40 Meter Ausleger und ist ein Mobilkran. Der kann also 40 Kilo anheben. Im Maßstab 1:1 könnte er 200 Tonnen heben. Also ein Selbstbau von dem Rock und seinen Freunden. Und des Weiteren hat er einen Rockkran. Und sie sind also dabei, die einzelnen Segmente, Turbinen etc. zu montieren und wieder zu demontieren. Er hat also zu diesem Zweck hier eine große Lagerhalle, einen Bauplatz, da sind auch Toilettenhäuschen und so weiter. Beziehungsweise Fahrzeuge laufen ja, aber wir fahren ja auch alle. Unsere Fahrzeuge hier sind ja alles, das heißt ja auch Funktionsmodelle, die funktionieren.